Hallo, herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Village. Wir befinden uns im Haus Beneviento. Bisher ist noch nichts passiert. Es ist ein schönes altes Häuschen. Besonders gruselig ist es hier jetzt noch nicht. Es ist wunderschön gestaltet, wirklich ein sehr tolles, sehr detailverliebtes Spiel. Alkaloide von Gebirgspflanzen. Und ich habe auch noch gar nichts gefunden hier, außer einem Zettelchen, wo was über eine Pflanze drauf stand. Und jetzt hier das mit, was da so für Bücher drin stehen. Aber das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Ich weiß das jetzt schon. Es ist sehr weit verwinkelt. Jetzt geht's los. Da liegt das Gefäß. Ich gucke mich erstmal. Ah ne, hier kann man speichern. Das heißt, hier drin wird nichts passieren. Ich hätte dich doch speichern sollen. Wo ist meine Waffe? Ah, komm schon. Ich speichere mal. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet irgendwie. Keine Waffe mehr, dafür liegt jetzt hier eine Puppe. Blickwinkel ändern? Wieso das denn? Hä? Das Material ist so fest, dass man es nur mit einer Schere entfernen kann. Bein untersuchen. Bin ich jetzt hier ein Arzt? Aufziehschlüssel. Was ist das? Hä? Okay, jetzt habe ich offenbar alle Dinge getan. Okay. Aufziehschlüssel, silberner Schlüssel, blutiger Ring. Hier kann ich mit Sicherheit nicht zurück.
Ja. Irgendwie wusste ich das. Und hier. Ja. Machen wir den blutigen Ring mal sauber. Das ist ja richtig Rätselspiel hier. So, Ehering. Soll ich ihr den jetzt wieder anziehen? Nee. Hätte ja sein können. Warum auch immer. Das sieht aus wie ein altes Arztzimmer. Ein Mikroskop, das ich leider nicht benutzen kann. Okay. Wir haben schon mal einen Ring gesäubert. Oh. Okay. Sieht aus, als könnte man hier etwas einsetzen. Und das da oben. Okay, dann gucke ich mal. Das war ja das mit diesen drei Augen. Dann gucke ich jetzt mal, was hier oben nochmal war. Das ist jetzt nicht so schwer. Das ist ein Rabe oder eine Krähe, die nach rechts guckt. Mache ich direkt mal. Und dann fehlt noch ein Symbol. Wahrscheinlich befindet sich das auf ihrer Brust oder so. Und das muss ich erstmal befreien. Der hier ist es. Die drei Augen, die geschlossenen Augen. Und da muss jetzt noch irgendwas hin. Aber Aufziehschlüssel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das alles benutzen soll hier. Ah. Das ist ja ein Bild von seiner Frau. Von seiner erschossenen Frau. Und das ist auch eine. Diese Puppe ist Mia? Ja. Das habe ich jetzt auch festgestellt. Was ist das für ein kranker Scheiß? Hm. Okay, man kann es nur mit einer Schere. Also hier wird ja wohl eigentlich irgendwo eine Schere sein oder sowas. Oder? Eine Schere. Pinsel, um Puppen anzumalen. Lauter Fläschchen und Tinkturen in den Schränken. So, ich werde leider dauernd unterbrochen hier während des Spielens, was mich ziemlich abnervt. Ja, vielen Dank, Corona. Möchte jetzt aber trotzdem gerne wissen, wie es hier weitergeht. Hm. Ich brauche eine Schere. Da liegt auch nichts drunter. Mal so ein bisschen auf dem Boden rumkriechen. Tja. Ach, da ist ein Zahlenschloss dran.
Ja, aber da habe ich keine Lösung für. Den Ehering. Aha, aha. 05-29-11. Yes. 05-29-11. Yay! So intelligent! So, jetzt gehe ich wieder hier durchs Haus und jetzt ist diese ganze heimelige Atmosphäre hinüber. Ich werde doch nur verarscht hier in dem Spiel. Hierher. Woher soll ich denn jetzt wissen, wie das richtig ist? 1, 2, 3, 4, 5 Zylinder. Ach, guck mal, man kann da diese Kratzer sehen. Oder? Ja, guck, man sieht es anhand der Kratzer. Also was man mit der Pinzette machen kann, das weiß ich jetzt noch nicht. Hä? Was? Kann ich da nicht durch? Was soll ich mit der Pinzette machen? Damit kann ich ja wohl nicht, Gut. Nur ein bisschen dumm angestellt. Hier war ich doch schon drin, oder? Ein alter Filmprojektor und ein paar Filmstreifen. Das heißt, ich muss da eine Filmrolle hinlegen oder so. Unsere glückliche Familie. Erstens, Rose, bester Freund auf der ganzen Welt. Zweitens, diese Geschichte liebt sie. Drittens, das Wichtigste in unserem Leben. Viertens, ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Fünftens, Ethans Beweis für seine ewige Liebe und Treue. Gut, aber anstellen kann ich damit noch nichts. Das heißt, da muss ich später etwas machen. Gab's das denn eben auch schon? Das weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt eine Pinzette. Tja, was soll ich denn jetzt mit der Pinzette bitte schön anstellen? Ah, hier ist wieder das klassische verschimmelte Obst. Jetzt stehe ich aber etwas auf dem Schlauch.
Ich kann das ja nicht mit einer Pinzette wegmachen. Also Ethan, ganz ehrlich, du könntest das auch einfach abreißen und musst dafür nicht extra eine Schere besorgen. Was soll ich denn damit machen jetzt? Es gab ja auch jetzt gar nichts mehr, womit ich hier interagieren kann. Nicht wahr? Ich muss mal gerade auf Toilette. Ich kann gerade nicht weitermachen. Und wisst ihr was, dann gucke ich mich hier mal ein bisschen in Ruhe um. Weil es bringt jetzt auch nichts, wenn ich jetzt die ganze Zeit in dieser Folge hier rumsuche. Das ist jetzt auch nicht so spannend. Bis ich an einen Punkt gekommen bin, wo es dann hier auch weitergeht. Hier habe ich noch nicht richtig geguckt. Und so richtig geguckt habe ich hier auch noch nicht. Aber es gibt ja auch nichts mehr. Da fehlt noch ein Teil. Das habe ich nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Beziehungsweise für euch ist es ja nur ein kleiner Cut. So. Ich habe nochmal auf die Map geguckt. Alles Mögliche. Nichts gefunden. Bin nochmal zu der Frau zurück und sehe gerade, dass das hier auf Munduntersuchen springt. Na super. Habe ich beim ersten Mal nicht gesehen. Aha. Da, ah ja. Das ist jetzt für die Filmrolle. Na endlich. Mann, ich habe jetzt hier die ganze Zeit rumgesucht. Oh Gott, nein. Das. Ethan, er darf es nicht erfahren. Was darf ich nicht erfahren? Oh. So was spooky. So. Rose bester Freund. Diese Geschichte liebt sie. Das Wichtigste in unserem Leben, ein Hochzeitsgeschenk von Oma, Ethans Beweis. Rose, bester Freund, Geschichte, Wichtigste, Hochzeitsgeschenk, Beweis. Geschichte kam dahin. Muss noch mal lesen. Das Wichtigste ist Rose an dritter Stelle und der Teddy an erster Stelle. Aha. Diese Geschichte. Und schon wieder wurde ich unterbrochen. Ja. Hochzeitsgeschenk von Oma. Das müsste jetzt eigentlich alles so richtig sein. Leute, da fällt mir etwas ein. Habe ich nicht in der letzten, in der vorletzten Folge, wie auch immer, hatte ich nicht diese Kurbel für den Brunnen gefunden? Aber jetzt habe ich natürlich nichts mehr dabei. Kann es sein, dass damit das aufgehört hatte? Oh Mann. Na gut, ich werde ja nochmal ins Dorf zurückkehren. Wie schön. Lauter schöne Puppen. Da ist die Schere.
Also als wenn der Ethan das nicht auch so kaputt bekäme, ne? Ach ne, wir sind jetzt hier. Ja. Was soll auch schon passieren, wenn man an ein Telefon dran geht, das nicht klingelt? Bitte, Ethan, hör mir zu. Ich wollte es dir nicht verheimlichen. Mia? Ich wollte dich nicht nochmal verlieren. Ich hatte Angst um unsere Familie. Mia, wovon redest du? Verwirrend, oder? Ist Mia jetzt tot oder ist sie nicht tot? Keiner weiß es. Ich weiß schon, wo wir jetzt hier sind. Ja, habe ich mir gedacht. Mal gucken, wo wir hier lang kommen. Ach so, da muss ich etwas einsetzen. Okay. Hallo. Das ist ja schon alles ziemlich schräg, oder? Meine Güte. Endlich kann der Ethan das hier gerade biegen. Okay. Interessant. Also ich hätte gerne meine Knarren zurück. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bräuchte die. Ich gehe in einen dunklen Keller. Aha, das ist doch das, was er da im Film gesehen hat. Wie wäre es mal mit Kerzen anzünden? Irgendwie habe ich Hemmungen, da weiter runterzusteigen. Ach Gott, der Ethan wieder, hört ihr? Ich gehe eine Leiter runter. Schlüssel zum Sicherungskasten. Das war alles? Okay. Speichern. Okay. Es ändert sich langsam. Ne, gerade sah es noch normal aus, relativ. Und jetzt wird's blutig. Und was ist das hier eigentlich für ein blutiger Schlauch? Sieht aus wie ein Darm. Also ein ganz schön dicker und langer Darm. Jetzt werde ich gleich geschockt. Ah.
Was ist das? Das ist ja widerwärtig. Bah, das ist aber sehr gruselig. Scheiße. Das ist wirklich spooky. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tür zumachen. Puh. Ja, unverhofft. Kommt oft, ne? Denkt man, hier ist alles so harmlos. Dann kommt hier sowas Abartiges. Ekelhaft. Auch so schön, so im Halbdunkel, ne? So, ihr hört wahrscheinlich im Hintergrund die Glocken läuten. Das ist hier bei mir, es ist 12 Uhr. Passt aber eigentlich auch zum Spiel, ne? Eine Sicherung. Oh, fuck. Verstecken? Ich will mich nicht verstecken müssen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich mich verstecken muss, vor was auch immer. Bis dann.